Guten Tag, sehr verehrte Fluggäste. Wäre doch witzig, wenn man als Pilot einfach mal nach der Begrüßung der Fluggäste das Mikrofon auflässt und dann so ein bisschen verhalten, aber auch noch gut verhörbar sagt: Und mit dem Gutschein von Jochen Schweizer darf ich das Flugzeug wirklich alleine fliegen? Vielleicht ist auch gar nicht so komisch. Ich weiß nicht. Und jetzt musste sich Elesius wohl der Sache etwas gewachsen fühlen. Seine Fähigkeit, eine Gebrauchsanweisung zu erforschen, war hier unersetzlich. Er deutete überflüssig lange auf das Loch und sagte: Nach der Illustration zu verstehen, muss der Bolzen hier hinein. Jawohl. Muss er hier hinein, sagte auch der Vater. Da hatte ich ihn ja eingesetzt. Und um seine Autorität wiederherzustellen, befahl er Sievert, nach noch weiteren Bolzen im Gras zu suchen. Es muss noch einer da sein, sagte er mit ungeheuer wichtiger Miene, wie wenn er alles im Kopf hätte. Findest du keinen mehr? Na, dann sitzt er wohl noch in seinem Loch. Dann wollte der Vater wieder fahren. Aber das ist falsch, ruft Elesius. O Elesius steht da mit der Zeichnung in der Hand, mit dem Gesetz in der Hand. Da, ihn darf man nicht auf die Seite schieben. Diese Feder hier muss außen sein. Ja, fragte der Vater. Jawohl, aber jetzt ist sie unten. Du hast sie unten hingesetzt. Es ist eine Stahlfeder, die muss außen sein. Sonst springt der Bolzen wieder heraus und dann stehen alle Messer still. Hier steht es auf der Abbildung. »Ich habe meine Brille nicht bei mir, deshalb kann ich die Zeichnung nicht deutlich sehen«, sagte der Vater kleinlauter. »Hier, du hast bessere Augen. Schraube du die Feder ein, aber mach es nun richtig. Wenn es nicht so weit wäre, würde ich meine Brille holen.« Jetzt ist alles in Ordnung und der Vater sitzt auf. Elesius ruft ihm nach. »Und dann musst du ein bisschen schnell fahren, dann schneiden die Messer besser. Hier steht es.« Isaac fährt und fährt. »Alles geht gut. Brrr«, sagt die Maschine. Sie hinterlässt einen breiten Weg von gemähtem Gras. In einer schönen Linie liegt es da, fertig zum Ausbreiten. Jetzt kann man Isaac vom Hause aus sehen und alle Frauenzimmer eilen heraus. Inga trägt die kleine Rebecca auf dem Arm, obgleich die kleine Rebecca längst laufen kann. Aber jetzt kommen sie daher, vier Frauenzimmer, große und kleine, und sie eilen mit weit aufgerissenen Augen zu dem Wunderwerk hin, sie umdrängen es. Oh, wie mächtig Isaac jetzt ist und richtig stolz. Frei auf der Maschine droben sitzt er, im Sonntagsgewand in vollem Staat, in Rock und Hut, obgleich ihm der Schweiß von der Stirne tropft. Er fährt in vier großen Winkeln über ein passendes Wiesenstück, schwingt um, fährt, mäht, kommt an den Frauen vorüber, die wie aus den Wolken gefallen sind. Sie begreifen nicht und brrr, sagt die Maschine. Dann hält Isaac an und steigt herunter. Seht, er sehnt sich gewisslich danach zu hören, was die Menschen auf der Erde sagen, was sie jetzt wohl sprechen werden. Er hört leise Ausrufe. Die Menschen wollen ihn auf seinem großen Posten nicht stören, aber sie stellen ängstliche Fragen aneinander, und diese Fragen hört Isaac. Und jetzt, um ein freundliches, väterliches Oberhaupt für alle zu sein, muntert Isaac sie auf, indem er sagt: Ja, ja, ich mähe nun dieses Wiesenstück. Dann könnt ihr das Heu morgen ausbreiten. Du hast wohl gar keine Zeit, hereinzukommen und zu essen, fragt Inga überwältigt. Nein, ich habe jetzt anderes zu tun, erwidert er. Dann ölt er die Maschine noch einmal und gibt den anderen zu verstehen, dass es sich hier um eine eigentliche Wissenschaft handelte. Dann fährt er wieder und mäht weiter. Schließlich gehen die Frauenzimmer wieder hinein. Glücklicher Isaac, glückliche Menschen auf Selanra. Isaac wartet sehr bald, die Nachbarn von drunten ankommen zu sehen. Axel Ström hat sehr viel Interesse. Er kommt vielleicht schon morgen, aber Brede von Breiderblick ist im Stand und kommt noch heute Nacht. Isaac hätte gar nichts dagegen, ihnen die Mähmaschine zu erklären und dazu tun, wie gut er sie in allem regieren kann. Er will darauf hinweisen, dass man mit der Sense unmöglich so glatt und gleichmäßig mähen könne. Aber was eine solche erstklassige blaue und rote Mähmaschine kostet, das ist auch gar nicht zu sagen. Glücklicher Isaac.
Aber als er die Maschine zum dritten Mal anhält und wieder ölt, fällt ihm wahrhaftig die Brille aus der Tasche. Und das Schlimmste ist, dass seine Söhne es gesehen haben. War eine höhere Macht dabei im Spiel? War es eine Ermahnung, etwas weniger hochmütig zu sein? Er hatte ja auf dem Heimweg oft die Brille aufgesetzt und die Gebrauchsanweisung studiert, sie aber eben nicht verstanden. Da hatte Eläsius eintreten müssen. Ach Gott im Himmel, ja, Kenntnisse sind etwas Gutes. Und um sich selbst zu demütigen, will Isaac nun aufgeben, Eläsius zum Landmann zu machen. Er wollte nicht mehr davon reden. Nicht, dass die Jungen aus dem Missgeschick mit der Brille eine große Sache gemacht hätten. Im Gegenteil, der Spaßvogel Sievert konnte zwar nicht an sich halten, nein, das konnte er nicht. Er zupfte Eläsius am Ärmel und sagte, komm, jetzt gehen wir hinein und verbrennen unsere Sensen. Vater mäht für uns. Dieser Scherz kam im rechten Augenblick. Zweiter Teil. Erstens. Zalandra ist nicht länger eine unbewohnte Stätte. 7 Menschen leben hier und mit groß und klein. Aber während der kurzen Zeit der Heuernte kam auch noch der ein oder andere Besuch dazu. Leute, die gerne die Mähmaschine sehen wollten. Brede natürlich als der Erste. Aber auch Axel Ström kam und die Nachbarn bis zum Dorf hinunter. Und von der anderen Seite des Gebirges kam Oline. Sie war unverwüstlich. Auch dieses Mal kam Oline nicht ohne Neuigkeiten aus ihrem Dorfe, sie stellte sich nie leer ein. Jetzt war die Verrechnung von dem Nachlass des alten Sievert fertig geworden und es blieb kein Vermögen übrig. Gar keines. Hier kniff Oline den Mund zusammen und ihre Blicke schweiften gespannt von einem zum anderen. Na, tönte denn kein Seufzer durch die Stube, fiel nicht die Decke ein? Eläsius war der Erste, der lächelte. »Wie ist's denn? Bist du nicht nach dem Ohm Sievert getauft?« fragte er mit gedämpfter Stimme. Und Klein Sievert antwortete ebenso gedämpft. »Doch, aber ich habe ja seinen ganzen Nachlass dir verehrt. Wie viel war's denn?« »Zwischen 5 und 10.000 Taler?« rief Eläsius schnell und machte Sievert genau nach. Oline meinte, es sei jetzt nicht Zeit zu spaßen. »Ach!« Wie war sie selbst geprellt worden, und sie hatte doch am Sarg des alten Sievert ihre ganz zähe Willenskraft aufgeboten und Tränen geweint. Eläsius wusste ja selbst am besten, was er geschrieben hatte. So und so viel für Oline, als Stab und Stütze für ihr Alter. Was war aus diesem Stab geworden? Übers Knie gelegt und gebrochen. Arme Oline, sie hätte wohl eine Kleinigkeit erben dürfen. Das wäre der einzige lichte Punkt in ihrem Leben gewesen. Sie war nicht verwöhnt, geübt im Bösen, jawohl daran gewöhnt, sich von Tag zu Tag mit Kniffen und kleinen Betrügereien durchzuschlagen, groß allein in der Kunst, Klatsch zu verbreiten, ihre Zunge gefürchtet zu machen, jawohl. Nichts hätte sie jetzt noch schlimmer machen können, eine Erbschaft am allerwenigsten. Sie hatte ihr ganzes Leben lang gearbeitet, hatte Kinder geboren und ihnen ihre eigenen Handfertigkeiten beigebracht, hatte für sie gebettelt, vielleicht auch gestohlen, aber sie doch ernährt, eine Mutter in kleinen Verhältnissen. Ihre Gaben waren nicht geringer als die Gaben anderer Politiker. Sie wirkte und schaffte für sich und die ihrigen, richtete sich nach dem Augenblick und brachte sich durch, verdiente ein Käschen da und eine Handvoll Wolle dort und würde in alltäglicher und unaufrichtiger Schlagfertigkeit leben und sterben. Oline hatte sich der alte Sievert an die Zeit erinnert, wo, als sie noch jung war, rotwangig und hübsch gekannt hatte. Aber nun war sie alt und hässlich, ein Bild der Vergänglichkeit. Sie sollte lieber tot sein. Wo wird sie begraben? Sie besitzt kein eigenes Erbbegräbnis. Wahrscheinlich wird sie einmal in irgendeinem Kirchhof bei lauter fremden und unbekannten Knochenresten unter den Boden gebracht. Da wird sie einmal landen. Oline, geboren und gestorben, auch sie war einmal jung. Eine Erbschaft für sie jetzt noch zur 11. Stunde. Jawohl, und einziger lichter Punkt, und die Hände einer Sklavin der Arbeit würden sich für einen Augenblick gefaltet haben. Die Gerechtigkeit hatte ihr noch einen verspäteten Lohn gespendet, weil sie für ihre Kinder gebettelt, vielleicht auch gestohlen, sie aber jedenfalls ernährt hatte. Für einen Augenblick, und wieder hätte Dunkel in ihr geherrscht, die Augen hätten geschielt, die Hände gesucht und getastet. Wie viel ist es, würde sie sagen. Was nicht mehr, würde sie sagen. Und sie hätte wieder recht.
Sie war vielfache Mutter und verstand das Leben einzuschätzen. Das war großen Lohnes wert.